Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute kümmern wir uns mal um diese Box und wollen schauen, welche Schätze uns darin erwarten. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für einen kleinen Sammelkartencheck, wollte aber auch nichts zu langatmiges machen und deswegen habe ich mir heute diese kleine einreihige Box rausgesucht, um mal zu gucken, was sich hierin befindet. Das Gute ist, die Karten sind wieder relativ durchmischt, denn ich habe gestern das Gastvideo für Renebrain gedreht für dieses Jahr, wo ich einige solcher Boxen ausgeleert und dann natürlich komplett unsortiert wieder zurückgeräumt habe. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich werde die Karten gestern wahrscheinlich alle schon mal in der Hand gehabt haben, aber keine Ahnung, was ich hier jetzt reingeräumt habe. Das heißt, es wird auch für mich eine Überraschung. So, wir greifen einfach mal hinein, absolut ins Blaue und gucken mal, was uns erwartet. Das Erste, was uns hier erwartet, ist ein Jinzo aus dem Anniversary Pack von damals. Vor einigen Jahren ging ja noch gar nicht so viel. Da war er so bei vielleicht 10, 12 Euro. Mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht und ich nicht irgendwie so eine Art Filmriss oder eingepflanzte Erinnerung habe, dann dürfte der mittlerweile irgendwo auf die 70 Euro zugehen. Da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so 100% sicher, denn ich habe gestern wirklich hunderte Karten nachgeguckt, um den Wert für das Gastvideo von Renebrain zu errechnen. Kleiner Spoiler, es sind ca. 53.000 Euro an Karten, was ich in dem Video zeige. Und es geht ein bisschen was über eine halbe Stunde. Jedenfalls, ja, der Jinzo hier relativ cool. Ich persönlich finde das Original-Artwork ein bisschen besser. Das hier ist aber so ein bisschen besonderer vom Background her. Man sieht halt auch einfach, dass es Kazuki Takahashi gezeichnet hat, denn der hat ja so einen ganz besonderen Zeichenstil, wie ich finde. Gut, weiter geht's mit einem herbeigerufenen Totenkopf aus MRD, deutsche Sprache, First Edition. Grüße gehen raus an dich, Tobi. Den will er nämlich unbedingt haben. Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder einen kriege in irgendeiner Sammlung, verkaufe ich ihn dir, mein Freund. Aber hier, wunderschön auf jeden Fall. MAD, First Edition, deutsche Sprache, alles Niermint bis Mint. Sehr coole Geschichte. Danach kommt eine weitere Karte aus dem Anniversary Pack. Sehr cool, also die gehören quasi zusammen. Die stammen aus einem Set. Sehr, sehr coole Geschichte. Das dürfte auch mit die teuerste Karte aus dem Set sein. Die geht über 200 Euro mittlerweile. Das ist der Blue Eyes White Dragon mit diesem Sichelmond Artwork. Und das ist wirklich... Also der gehört mit zu meinen Lieblings-Artworks. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass es mittlerweile so ist, dass ich speziell diese Sondereditions, diese Sonderartworks vom Blue Eyes White Dragon so ein bisschen mehr feier als die Originale. Der aus LOB sieht schon cool aus. Der aus dem Starter Deck Cover ist natürlich komplett ikonisch. Aber der hier oder auch der aus der Jump oder auch der mit Kaiba vorne dran, so, die sehen halt wirklich episch aus. Und der hier ist wirklich von seinem Zeichenstil auch noch sehr oldschool gehalten und vor allem wunderschön auf diesem Kirchturm oder was das ist mit dem Sichelmond. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Weiter geht's mit dem Red Eyes B-Dragon, ebenfalls aus dem Anniversary Set. Ja, die Karte dürfte auch relativ teuer sein. Ja, keine Ahnung. Die war, glaube ich, nur beim Schlusswort von Randall Brains Gastvideo dabei. Das heißt, die habe ich nicht mit reingerechnet. Aber die dürfte auch auf jeden Fall dreistellig sein. Sehr cooles Artwork vom Red Eyes B-Dragon. Ich glaube, eher zusammen mit dem Blue Eyes sind die beiden teuersten Karten aus dem Set. Sehr coole Geschichte. Und dann haben wir hier noch einmal die Elfenzwillinge First Edition aus Labyrinth of Nightmares, die lustigerweise gar nicht so viel geht. Also ich habe die erste in First Edition Niemand, habe ich glaube ich für 20 Euro gefunden auf Market, wenn ich nicht komplett besoffen war. Also das ist schon hart. Ich dachte auf jeden Fall so 80 Euro dürfte die schon wert sein, aber nee, ist sie wohl nicht. Oder es gibt halt einen, der sie besonders günstig anbietet. Ich orientiere mich immer am günstigsten Angebot, deswegen habe ich, nachdem ich die für 20 Euro gesehen habe, nicht sofort weitergeguckt, ob es da noch teure Angebote gibt oder ob die alle so ähnlich sind. Dementsprechend kann ich das jetzt hier nicht mit Bestimmtheit sagen, aber Labyrinth of Nightmares, Elfenzwillinge, absolute Klassiker. Die Originalversionen dieser Karten haben ja etwas größere Bubis, sekundäre weibliche Geschlechtsorgane. Dann haben wir hier nochmal zwei Stück gleich. Wir haben nochmal zwei der Elfenzwillinge. Ah, das Artwork ist doch mega, oder? Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich immer so viele Exemplare einer jeweiligen Karte sammle, weil es einfach, wenn man die schön aufreiht, so wahnsinnig was hermacht. Das sieht echt wahnsinnig krass aus und auch wahnsinnig schön. Elfenzwillinge habe ich in First Edition, ich glaube, 12 oder 13 Stück, Unlimited nochmal 5 oder 6. Hab da also schon eine ganze Menge da, möchte aber auf jeden Fall noch mehr haben, speziell wenn ich bemerke, dass die Karte gerade gar nicht so teuer ist, denn ich denke, dass sich das auf jeden Fall irgendwann wieder ändern wird. Dann haben wir First Edition,
dementsprechend auch, denke ich mal, dreistellig. Der Blue Eyes White Dragon aus dem Starterdeck Kaiba. Wer hätte mal gedacht, dass diese alten Starterdeck-Karten so viel wert sein würden? Also, ich erinnere mich noch dran, ich bin vor, sagen wir mal, acht Jahren, da war ich auf dem Flohmarkt unterwegs. Hier bei uns in der Nähe gibt es einen riesen Flohmarkt, der ist so groß wie 10 Fußballfelder oder so. Und da gab es so einen Stand oder mehrere Stände, die haben sehr viele dieser SDK Blue Eyes gehabt. Auch in mittelmäßig bis guten Zuständen, auch viele First Editions dabei. Die hast du für einen Zwickel mitnehmen können. Also war gar kein Thema, ne? Hätte ich das mal gemacht damals. Gut, und dann haben wir hier noch einen plündernden Hauptmann aus Legacy of Darkness. Unlimited. Irgendwo habe ich auf jeden Fall noch mehrere in First Edition rumfahren. Auch der ist eigentlich, glaube ich, relativ günstig, First Edition. First Edition geht ja, glaube ich, keine 20 Euro. Irgendwie 16, 17 vielleicht. Sowas um den Dreh. Aber ist eine sehr, sehr schöne nostalgische Karte, die man tatsächlich in Sammlungen auch relativ selten sieht. Aber LOD, man kennt das natürlich ziemlich misscut, ne? Ist wirklich schwierig, was aus LOD zu finden, das halt richtig gecuttet wurde und nicht irgendwie versetzt ist. Dann machen wir mal hier weiter. Da haben wir den 1000 Drachen aus Metal Raiders. Unlimited, auf jeden Fall gut bezahlbar. First Edition ist, keine Ahnung, wo er ist. Die waren auch nicht im Random Brain Video dabei, außer halt in Unlimited da schon. Aber die First Editions habe ich nur am Ende auch wieder hingelegt, damit es halt gut aussieht. Da bin ich auch nicht mit eingerechnet. Muss ich mal gucken, werde ich jetzt dann sehen, wenn ich den Titel für das Video errechne, wenn man so möchte. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Da haben wir gleich noch einen, okay. Ah, okay, das sind 4 Stück. Die sind alle... Ne, 2 davon sind First, 2 davon sind Unlimited. Okay, okay. Ja, why not? Legen wir sie mal hier unten hin. So, weiter geht's mit einem Torwächter First Edition aus Metal Raiders. Secret Rare, sehr, sehr cool. Ich hatte auch irgendwo noch Reverse Secrets rumfahren. Genau, der ist sogar hier dabei. Seht ihr das? Ich weiß gerade gar nicht, welcher von beiden das war, aber ich glaube der hier, der müsste Reverse Secret Rare sein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die Striche gehen in diese Richtung, während die Striche bei dem hier in diese Richtung gehen. Das heißt, einer von beiden, ich glaube der hier, müsste sogar Reverse sein, was bedeutet, kling, 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 Dollar, 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 der ist noch wesentlich mehr wert. Reverse Secret Rare sind generell relativ teuer mittlerweile, die alten. Weil die natürlich nicht so häufig vorkamen wie die normalen Secrets. Und da sehe ich mal gleich nochmal eine davon. Dann haben wir eine Injection Fairy Lily First Edition aus LOD und eine zweite gleich noch mit dazu. Und natürlich noch eine dritte. Okay, wir haben ein Playset LOD Injection Fairy Lilies. Und ihr seht, die haben auch alle so den gleichen Miscut. Die hier geht noch so halbwegs und die sind halt noch ein extra miscutted, ne? Und das ist alles immer mit so einem Shift nach rechts irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt, was da damals los war in den heiligen Hallen der Produktion von Yu-Gi-Oh! Aber da ist wohl einiges im Argen gewesen, was zumindest die Schnittqualität angeht. Was mich aber nicht stört. Ich finde, Miscuts verströmen bei mir auch immer so ein bisschen Oldschool-Feeling, ehrlich gesagt. Gut, die machen wir so ein bisschen schräg. So, dann haben wir Exord, Meister der Wache, aus dem Starter oder Structure Deck 7. Das war dieses Felsdeck, glaube ich. Sieht aus, als würde er zu Exodia gehören. Also sieht sehr Exodia-mäßig aus, tut er aber nicht. Ist was Eigenständiges, gehört zu diesen Sphinxen. Und ja, einfach mega, mega cool, würde ich sagen. Und was hier besonders ist, ist nicht der Wert. Ich glaube, die Karte geht 2 Euro in First. Sondern was hier wirklich bemerkenswert ist, ist einfach der Zustand. Denn normalerweise, wenn man einen Exort bekommt, ist der kaputt. Der ist normalerweise komplett abgenudelt oder im besten Fall gut oder so. Hier wirklich near mint bis mint. Sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich finde, das Artwork hat auch was. Das hat wirklich, wirklich was Cooles. Den gibt es übrigens auch als Preiskarte. Der war irgendwo mal als World Championship dabei. So, schauen wir mal. Ja, muss ein bisschen hinrichten. Dann haben wir den blauäugigen Tundrachen aus Dark Beginning 1 und einen Toon Cannon Soldier. Ja, hier habe ich einmal ein relativ schlechtes Geschäft gemacht. Ich habe nämlich für einmal 600 Euro bezahlt beim lieben Erik. Na, Mr. Teuer. Egal. Beim lieben Erik habe ich den geholt für ja, 600. Damals ging er ungefähr 350. Jetzt ist er runter auf, ich glaube, 200, 250, irgendwie sowas um den Dreh. Aber dafür habe ich für die anderen immer relativ wenig bezahlt. Also die anderen Toon Cannon Soldiers, die ich hatte, habe ich immer so 50, 60, 70 Euro bezahlt. Das heißt, das revidiert sich hier wieder. Sehr, sehr coole Karte.
geht ins Auge, bleibt im Kopf, also hat einen unfassbar krassen Wiedererkennungswert. Dann haben wir hier Englisch, First Edition, Exodia, The Forbidden One aus LOB, Nearmint, Humint, sehr, sehr cool, ist auch, ja, kostet, also ist schon relativ teuer tatsächlich, aber gar nicht so teuer, wie ich eigentlich gedacht hätte. Also ich habe das gestern auf Market nachgeguckt. Ich habe den genauen Preis tatsächlich schon wieder nicht mehr im Kopf, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich davor saß und mir dachte, okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass eine First Edition LOB Exodia ein bisschen teurer ist, also der Kopf. Aber ja gut, ist trotzdem noch teuer genug. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Speziell die Exodia ist von den Ultra Rares, also speziell der Kopf, als First Edition nach dem Blue Eyes fast schon am seltensten zu kriegen. Also ich sehe tatsächlich Dark Magicians und Red Eyes häufiger als First Edition LOB Exodias. Dann gucken wir mal direkt weiter. Hier haben wir Judgment of the Pharaoh, das ist eine Jump-Karte. Habe ich auch schon einige Male und gehört mit zu meinen Lieblingstraps, weil das hier ist so ziemlich alles, was Yu-Gi-Oh! Ausmacht. Es ist erstmal der Main-Character, es ist ägyptisch. Ich meine schon allein, schon allein wegen den ganzen ägyptischen Stil, den er halt trägt, wegen den Hieroglyphen im Hintergrund, wegen den Strahlen und so. Das ist alles so das, was Yu-Gi-Oh! Für mich verkörpert hat. Sehr schön deswegen, coole Geschichte. Und dann haben wir hier irgendetwas, genau den Lava-Golem. Da habe ich leider auf Market nur einen First gefunden für 230 oder so. Kann mir aber kaum vorstellen, dass das wirklich jemand für einen Lava-Golem bezahlt. Weil, keine Ahnung, es ist zwar eine ikonische Karte, aber so ikonisch? Ist der wirklich mittlerweile so selten und so gefragt, dass der 230 Euro kostet? Ich weiß ja nicht. Aber gut, ich nehme es gerne mit. Das Problem war, es gab halt nur ein oder zwei Angebote, zumindest welche ich gefunden habe, nach meinen Filteroptionen, die halt wirklich hier Nearmint bis Mint und First Edition waren. Dann haben wir natürlich den Blue Eyes White Dragon aus dem SDK Artwork. Das ist natürlich das ikonischste Artwork überhaupt. Das feiern wohl die meisten, nehme ich an. Also der ist auch vom Design her beliebter als der aus LOB. Und dann haben wir hier noch einen keltischen Wächter First Edition aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Natürlich auch Nearmint to Mint. Weiß gar nicht. Ich hatte einen. Da war irgendwas mit Erik. Da hatte er mir was verkauft. Die Zustände haben nicht gepasst. Dann hat er mir erlaubt, ich darf mir eine Karte bei sich im Shop aussuchen. Bis 50 Euro, glaube ich. Und der hatte einen keltischen Wächter für 50 Euro drin. First Edition. Den musste ich einfach haben. Der war damals noch keine 50 Euro wert, aber ich weiß und wusste, die Zeit wird kommen, da wird er ein Vielfaches von 50 Euro wert sein. Ein Vielfaches von 50 Euro haben wir noch nicht erreicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch kommen wird. Apropos ein Vielfaches. Hier, meine Freunde, wenn ich mal rauskriege, ohne dass das andere alles umfällt. So. Hier, meine Freunde, seht ihr einen meiner absoluten Top-Deals. Das ist der schädelsuchende Ritter aus dem Turbo-Pack 1 und diese Karte war jahrelang nichts wert. Die hast du wirklich Ewigkeiten in Nearmint bis Mint für 3,50 Euro bekommen. Für 3 fucking Euro 50. So, mittlerweile geht der über 30, glaube ich, 30 oder 40, sowas um den Dreh. Und ich habe mir irgendwie 50, 60, 70 Stück davon gekauft. Also mit dem habe ich mich richtig eingedeckt. Ich habe richtig, richtig viele von dem. Ich habe hinten einen Ordner, da sind, glaube ich, 4, 5 Doppelseiten, nur voll mit dem. Und der Rest ist im Magnethaltern. Also sehr, sehr schön auf jeden Fall. War auch eine Karte, die immer sehr gesucht war zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile wohl etwas in Vergessenheit geraten. Sehr coole Karte, aber trotzdem. So, dann haben wir nochmal einen blauäugigen Toon Dragon, den hatten wir ja vorher schon. Dann haben wir hier einen Dark Magician of Chaos, First Edition aus Invasion of Chaos. Dürfte, glaube ich, so 150 bis 180 Euro gehen. War auch schon mal teurer, lustigerweise. Wahrscheinlich ist der Markt gerade wieder so ein bisschen gesättigter. Oder manche Leute haben ihre Karten wieder auf den Markt geworfen, die sie vorher gehortet haben. Und dann haben wir hier noch eine Exodia, The Forbidden One, aus der Master Collection 1. Ich muss gerade mal gucken, was die nochmal wert ist. Zum damaligen Zeitpunkt, als man sie gekauft hat, hast du die nämlich für 3,50 Euro bekommen. Die war in der Master Collection drin, es gab aber nie Teile dazu, sondern immer nur den Kopf. Weshalb die Karte vielleicht gar nicht so gefragt war, weil die meisten wollen, wenn sie eine Exodia haben, auch wirklich alle Teile dazu haben. Und ja, wenn du sie dann spielst, dann hast du auf einmal den Kopf aus der Master Collection und die Teile aus der Legendary Collection. Also das sieht dann auch doof aus. Deswegen war hier die Nachfrage wahrscheinlich nie so wirklich hoch. Aber ich glaube, hier ist der Wert auch ein bisschen gestiegen zumindest. Sehr, sehr coole Karte. Oh, ich hoffe, ich kriege den Aufbau hier noch hin.
So, dann machen wir weiter mit einem Blue Eyes White Dragon aus BPT in Secret Rare und dem LOB Artwork. Geht auch so um die 60, 70 Euro, sowas um den Dreh. Sehr coole Karte, leider sehr, sehr, sehr selten. Also die findet man in guten Zuständen eigentlich kaum noch. Dann haben wir den Blue Eyes White Dragon aus der Jump. Auch hier habe ich damals echt einen guten Deal geschossen. Ich habe die damals wirklich für 10 Euro bekommen, weil sie damals auch nur 10 Euro wert waren. Und habe ich mir direkt tonnenweise von eingekauft, weil ich die Karte einfach cool fand. Ich habe damals nicht so gedacht, so, ja, die wird irgendwann, keine Ahnung, so und so viel wert sein. Ich habe wirklich gesagt, das Artwork ist geil. Wenn es nach mir ging, ich würde die ganze Bude mit dem Ding tapezieren. Und da hatte ich dann auch direkt so 15, 20 Stück von dem eingekauft. Mittlerweile geht die Karte 74 Euro, also das günstigste Angebot auf dem Markt, sag ich mal. Sehr coole Karte auf jeden Fall und ich denke, da ist immer noch Potenzial nach oben. Hier wird es jetzt wieder ziemlich teuer. Das ist Royal Decree Ultra Rare aus dem Tournament Pack 4 und hier sind wir schon im mittleren dreistelligen Bereich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe gestern so viele Ultra Rares aus den Tournament Packs und Champion Packs in der Hand gehabt, aber ich glaube, die lag irgendwo zwischen 370 und 500 Euro das Stück. Ich glaube aber, wir waren bei 370 so um den Dreh. Gut, dann haben wir Yamadron. Okay, das ist eine Kamen aus dem McDonald's Pack 1. Die geht so ein Fünfer in etwa. Also für eine Kamen doch ganz schön viel. Ja, speziell diese alten McDonald's Pack Kamens sind, abgesehen von den Tournament Pack 2 Kamens und so weiter, relativ teuer. Es gibt einige, die kosten auch 15, 20 Euro sowas um den Dreh. Das heißt, wenn ihr alte Bulk-Sammlungen habt oder so, schmeißt die nicht unbeachtet irgendwie ins Eck oder so, sondern guckt euch die mal durch. Da sind häufig noch solche Schätze mit drin aus dem McDonald's Pack und so. Und die lohnen sich wirklich auch zu sammeln. Sehr, sehr cool. Ich finde auch das Artwork sehr schön, sehr oldschool, sehr rustikal. Ja, haben wir auch noch eine Kamen hier mit dabei. Warum nicht? Dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Karten. Da haben wir einmal den Drachenmeister Gaius, Legend of Blue Eyes White Dragon. Da gehen wir, glaube ich, auch schon Richtung 200 Euro für eine First Edition, wo ich sagen muss, okay, das ist sogar eigentlich noch relativ niedrig. Ich meine, es ist aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Es ist First Edition, es ist near bis Top Mint. Also da kriegt man selten was für 200 Euro. Ne, ich meine, Dark Magician und Red Eyes und wie sie alle heißen, auch der Trihorn Dragon, so, glaube ich, alles teurer als 200 Euro. Das heißt, hier ist natürlich auch noch Potenzial nach oben. Also für 200 Euro, ich weiß nicht, ob der Preis momentan so ein bisschen, also er ist, glaube ich, noch ein bisschen unter 200 Euro. Also für den Preis kaufe ich sie. Auf jeden Fall, da werde ich mir auch noch mehr ranholen. Wie viel ich jetzt den First habe, kann ich gar nicht sagen. Das habe ich gerade nicht im Kopf. So, dann haben wir noch einen Schicksalsheld Plasma aus der Collection Tin 4. Eine absolute GX-Ikone. Und, oh, okay, nochmal ein Schicksalsheld Plasma aus der Collection Tin 4. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas damit anfangen. Ich selber bin jetzt noch gespannt, wie viel diese kleine Box wert hat. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einen vierstelligen Bereich knacken. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif und vergesst bitte nicht, was wahre Kunst ist.